Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Mein Name ist Dialex, aka Alex, und ich finde es sehr schön, dass ihr den Weg zu mir wieder gefunden habt. In der heutigen Folge starten wir mit Mission 4. Also, wir müssen gegen zwei nubische Stämme kämpfen, aber Näheres kommt jetzt. Das verborgene Tal. Umgeben von hohen Felsen mit schneebedeckten Gipfeln, breitete sich eine weite Tallandschaft vor unseren Augen aus. Diese Oase war schon mehr nach unserem Geschmack. Die nubischen Flüchtlinge nannten sie El Teb. Die eine Seite des Tales war fruchtbar und bot die besten Voraussetzungen für Ackerbau, Viehzucht und Jagd. Die andere Seite lag eher brach, war aber reich an Bodenschätzen. Wir mussten die Entscheidung rasch treffen, welche Seite wir wählen sollten und ob wir die direkte Konfrontation eingehen wollten. Denn der Platz im Tal war beschränkt und womöglich hätten uns die Gegner in die Enge getrieben. Ich würde sagen, wir entscheiden uns gar nicht, sondern wir machen es so, dass wir direkt expandieren. Dort oben haben wir auch noch einen Hafen, den können wir auch noch hervorragend nutzen. Aber jetzt geht es halt erstmal darum, hier alles freizuräumen und möglichst schnell auch dorthin zu expandieren, wo wir denn eigentlich hin wollen. Also nach unten zum Portal. Gleichzeitig allerdings nach oben, denn dort haben wir auch noch Ressourcen, so wie es scheint. Da oben haben wir ein bisschen Stein. Brauchen wir schließlich auch. Machen wir hier mal hier. Das habe ich total verpennt, dass wir hier irgendwo noch ein Sägewerk hinbauen müssen. Na egal. Aber jetzt kann ich das wirklich vergessen mit meinem Straßensystem, denn nun ja. Ihr seht es ja gerade selber. Es geht nicht mehr. So, dann mal eben freundlich bitte alles freiräumen hier. Gut, die Holzfällerhütte geht schon mal an den Start. Aber hier werde ich gleich nochmal eben die Fahne abreißen müssen. Nämlich genau jetzt. Jetzt geht gar nicht mehr. Na egal. Machen wir es mal so rum. So ist es nämlich auch ganz gut. Gut, die Baracke hier ist schon einmal im Bau. Das heißt, wir werden dann hier gleich nach oben expandieren und dann werden wir dort dementsprechend auch, hier kommt mal das Sägewerk hin, und dann kommt hier natürlich auch noch ein Hafen hin. Hier unten können wir hervorragend Ackerbau und Viehzucht betreiben. Bedeutet, wir werden auch hier erstmal alles freiräumen. Holz werden wir auf jeden Fall genügend haben, so wie es aussieht. Und hier vorne können wir dann auch eine Verarbeitung für Erze etc. aufbauen. Ist nur das Problem, aktuell haben wir keine Erze und ich weiß auch nicht, wo man die finden könnte. Das heißt, da müssen wir erst nochmal ein wenig warten. Aber an sich läuft das Ganze schon ganz gut eigentlich. Ist nur die Frage, wo sind die Gegner? Wo sind die? Das ist jetzt die große Frage, damit wir genau auch aufpassen, wo wir uns hin ausbreiten und wie wir uns ausbreiten. Damit wir nicht genau in die Gegner reinlaufen unvorbereitet und wir dann nur mit einer Baracke gegen ein paar Wachtürme kämpfen, sondern das Ganze muss durchgeplant sein. Das ist eigentlich das A und O heute. Beziehungsweise auch in den nächsten Folgen generell. Ich denke mal, dass die Mission auch wieder ein paar mehr Folgen in Anspruch nehmen wird, da wir jetzt auch zwei Gegner haben, die es gilt, entweder zu besiegen oder in Schach zu halten, je nachdem, wie gut diese Gegner sind. Ich denke auch nicht, dass die allzu gut sind. Grün expandiert schon fleißig. Aber wir haben eine... So ist Zustand der Wirtschaft. Militärische Stärke sind wir alle aktuell noch gleich auf. Sobald wir allerdings Eisen und Kohle finden, werden wir nach oben schießen, wie sonst was. Da wir eben die Mittel brauchen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Hier reiße ich mal eben ab. Dann können wir nämlich hier eine Brauerei schon mal aufbauen. Die werden wir zwar als erstes erstmal geschlossen halten,
Also so, dass sie nicht aktiv ist, aber so, dass wir die schon einmal haben. Denn das ist auch eines der Sachen, die wir benötigen, um Soldaten zu rekrutieren. Da kommt ein Planierer anscheinend. Ja, Planierer. So, dann auch hier sofort eine Baracke aufbauen. Damit können wir uns ja schon mal das Steinvorkommen schnappen und hier auch einen Hafen aufbauen. Könnte auch ganz interessant werden, damit wir halt auch uns irgendwo anders Häfen suchen können, die wir dann dementsprechend auch als Basis nutzen können. Hier können wir auch eine Fischerhütte schon einmal aufbauen, damit wir auch unsere Bergwerke versorgen können. Was natürlich auch ein überaus wichtiger Faktor ist. Generell Nahrungsmittel brauchen wir hier relativ viele. Nicht nur für die Soldaten, sondern eben auch für die Bergwerke, damit wir dort die Bergwerke nutzen können, damit die auch effizient arbeiten. So, Baracke da oben ist fertig, der Brunnen ist auch schon fertig. Der arbeitet auch schon. Fischerhütte fertig, hervorragend. Wie viele Fischer haben wir denn? Wir haben 5 Fischer. Es geht. Es geht. Es könnten durchaus mehr sein. So, die Baracke ist auch schon besetzt. Bedeutet, wir können hier sofort 2 Steinbrüche aufbauen. Einen hier und einen dort. Das Ganze auch sofort verbinden mit einer schönen Straße. Und dann können wir hier auch sofort einen Hafen aufbauen. Und bauen wir hier mal die große Werft hin. So. Ja, geht nur so. Aber so ist ganz gut. Das heißt, wir können auch sofort dann die Werft nutzen, um dann Expeditionen vorzubereiten. Also erstmal natürlich Schiffe bauen. Und dann können wir die Expeditionen jeweils immer vorbereiten. Straße geht hier entlang. Das heißt, hier wird dann die nächste Baracke gebaut werden. Verbinden wir erstmal so. So, der erste Steinbruch ist fertig, die Brauerei ist ebenfalls fertig. Die machen wir allerdings erst noch einmal zu, denn die wird eh nicht funktionieren, denn ohne Weizen funktioniert die natürlich nicht. Okay, hier oben läuft alles, da oben haben wir auch ein Vorkommen. Kurz gucken, welches. Geologen aussenden, hervorragend. Dann schon mal direkt gucken, was es denn dort zu holen gibt. Außerdem können wir hier auch noch eine Baracke hinbauen. Das heißt, wir können auch hier noch ein bisschen weiterhin expandieren. Und eine Fischerhütte können wir hier auch noch aufbauen. Hier oben haben wir Kohle gefunden. Es geht für den Anfang nicht ganz so super, aber... Also eigentlich schon super, aber ich hätte eigentlich lieber Eisen. Kohle wäre mir natürlich auch sehr, sehr lieb. Ich meine natürlich Gold, damit wir die Soldaten noch aufwerten können. Rot expandiert schon in der militärischen Stärke. Das heißt, da müssen wir unbedingt nachziehen. Das heißt, wir brauchen unbedingt Bauernhöfe und eine Eisenschmelz, also eine Eisenverarbeitung. Die können wir eigentlich schon mal aufbauen hier oben. Also als erstes eine... Eisenschmelze und daraufhin folgend eine Schmiede. Das Prinzip kennt ihr ja mittlerweile. Hier sieht auch noch alles ruhig aus, das ist gut. Jetzt mal eben gucken. Den ersten Bauernhof machen wir mal hier hin und den zweiten hier vorne hin. Dann gehen wir mal 4 runter. Dann kommt hier der dritte Bauernhof hin und da dann der vierte, allerdings sind da jetzt Bäume im Weg, ein bisschen blöd. Hier machen wir nochmal eine Baracke hin und dann können wir theoretisch hier vorne die Bäckerei aufbauen und eine weiter die Mühle. Ich lege hier mal eben so eine Straße rein und baue hier mal eben eine Holzfällerhütte auf. Und hier ein Steinmetz, kein Forsthaus.
Steinmetz. Steinbruch. Hier können wir auch noch einen Bauernhof aufbauen. Und hier unten hoffentlich auch noch. Ja, zumindest ganz schön. Hier oben haben wir jetzt auch noch ein weiteres Vorkommen freigelegt. Eben kurz gucken, wie wir das denn verwenden. So, und dann machen wir mal so und dann gehen wir erstmal gucken, was es denn überhaupt dort gibt. Hier vorne gibt es auch überall schöne Pilze, die kann man vielleicht sogar essen. Es sieht nämlich nicht nach Fliegenpilzen aus. Fliegenpilze sollte man besser nicht essen, ist nicht ganz so gesund. So, Gold gefunden, hervorragend. Das ist genau das, was ich haben möchte. Gold. Gold, Gold, Gold. Gold ist wunderbar. Jetzt fange ich schon wieder an zu singen, ist nicht so gut. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall auch Gold überall. Also ist gut. Gold und Kohle. Wisst ihr, was das bedeutet? Richtig, Münzprägerei. Die bauen wir mal direkt hier oben auf. Das bedeutet, unsere militärische Stärke wird auch steigen. Nicht durch neue Einheiten, sondern durch durch stärkere Einheiten, so rum. So, hier oben auch noch eine Baracke. Und dann wollen wir mal versuchen, hier an den Berg ranzukommen. Und soweit läuft eigentlich auch alles hier. Hier können wir auch noch einen Bauernhof aufbauen. Da kommt halt... Jetzt kann ich hier keine Baracke mehr hin. Warum ist das denn? Bauen wir die Baracke halt hier hin. Das geht auch. Und wir sind auch recht gut dabei eigentlich. Ich weiß aber nicht, wo die Gegner sind. Das ist das Problem. Das bedeutet, eigentlich sollten wir hier mal einen Wachturm aufbauen. Damit wir schon mal vorsichtshalber gesichert sind, falls die Gegner gleich kommen sollten. Haben wir kein Holz mehr? Also keine Bretter. Sollte eigentlich. Ja, da vorne werden überall welche geliefert. Hervorragend. Hier vorne baue ich auch nochmal einen Wachturm hin, damit das Ganze auch gesichert ist. Wäre blöd, wenn das Ganze jetzt im Angriff verloren geht. So, das Goldbergwerk ist auch schon fertig, hervorragend. So. Hier vorne könnten wir dann theoretisch den zweiten Bauernhof aufbauen. Allerdings geht das aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund nicht. Ja, es geht aus einem mir nicht bekannten Grund nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier bauen wir noch eine Schweinezucht auf, inklusive einem Brunnen und einer Fleischerei. Damit wir noch mehr Nahrung herstellen können. Was wirklich sehr wichtig ist jetzt. Der Steinbruch ist im Bau, da wartet noch auf Holz. Holz wird allerdings eher sperrig produziert. Hier oben können wir mal ein Forsthaus hinbauen. So, die Münzprägerei ist auch fertig, hervorragend. Gut, die Schmiede arbeitet allerdings nur, weil wir noch Eisen hier hatten. Also kein Eisenerz, sondern fertiges Eisen. Aber die wird jetzt gleich auch den Geist aufgeben, mehr oder weniger. Weil halt kein Eisen mehr da ist. Weil wir noch eben kein Eisenvorkommen gefunden haben. Was ich persönlich jetzt nicht ganz so schön finde. So, Bauernhof. Also die drei Bauernhöfe sind schon fertig. So, die Baracke ist ebenfalls besetzt und ich hoffe wirklich, dass es hier und jetzt gleich auch ordentlich Materialien gibt. Geologe. Einfach mal versuchen, einen Geologen auszusenden, mal gucken, was es denn hier überhaupt gibt. Können wir hier nochmal eine Holzfällerhütte aufbauen. Hier unten gibt es auch noch was, nur das Vorkommen ist nicht so gut. Gucken, ob wir da auch anders rankommen.
Gut, hier unten ist auch alles im Bau, hervorragend. Naja, nicht alles, aber vieles. Okay, grün steigt auch schon, das heißt, wir müssen unbedingt jetzt auch die Brauerei ans Laufen bringen. Den Weizen gibt es nämlich langsam. So, da gibt es auch noch mehr Gold. Ich brauche aber Eisen, Jungs. Ich hätte kein Eisen. Dementsprechend einfach mal hier unten gucken, ob wir einen Weg hier hingelegt bekommen. Bekommen wir. Gebiet verloren. Wo denn? Dort unten. Okay, gut, dass wir hier einen Wachturm aufgebaut bzw. gerade im Aufbauen sind. Eieiei, komm, beeilt euch mal mit dem Wachturm, damit wir die Leute hier auch haben, damit wir hier wieder absichern können. Wäre blöd, wenn wir das jetzt verlieren. Die Holzverlöte können wir abreißen, das ist in Ordnung. Wenn wir das jetzt hier verlieren würden, ich würde die Decke hochgehen. Die Holzfällerhütte arbeitet noch, das ist gut. Kohle, hervorragend, wir haben Kohle gefunden. Okay, Kohlebergwerke werden auch aufgebaut, das ist gut. Hier können wir noch eine zweite Fischerhütte aufbauen. Aber es fehlt immer noch Eisen. So, noch ein Bauernhof fertig. Haben wir erledigt. Bäckerei läuft. Bäckerei läuft, Gold läuft. Kohle, ja, immer noch mehr Kohle. Kohle brauche ich aber nicht. Ich brauche Eisen. Noch eine Fischerhütte. Da können wir da anscheinend keinen Bauernhof mehr aufbauen. Finde ich ein bisschen schade, aber kann ich jetzt leider auch nicht allzu viel dran ändern. Okay, kommt Kinders, baut mal hier den Wachturm auf. Es fehlt immer noch Holz. Kann doch nicht sein. Und ich muss da dringend die Werft umstellen auf Schiffe. Und ich denke, ich werde noch ein zweites Sägewerk aufbauen müssen. So, Sägewerk. Münzprägerei würde laufen, wenn denn das Gold kommen würde. Das bedeutet, wir brauchen auch hier noch einmal eine gute Fischerhütte. Je mehr, desto besser. Es mangelt wirklich an Holz. Und an nichts anderem. Stein sollten wir genügend haben. Genau, 25. So. Der Steinbruch hier ist nun auch fertig, das ist gut. Das Goldbergwerk arbeitet. Die Bäckerei arbeitet noch nicht, da Mehl fehlt, da die Mühle noch nicht fertig ist. Beim Wachturm fehlt auch noch Holz. Wir brauchen unbedingt Holz. Aber das Sägewerk wird natürlich auch nicht gebaut werden, wenn Holz fehlt. Ist ja klar. Okay, die Münzprägerei arbeitet auch. Das heißt, hier mal eben Goldmünzenzufuhr aus. Goldmünzenzufuhr aus. Goldmünzenzufuhr aus. Damit hier nicht die ganzen Baracken beliefert werden, die eigentlich keine Aufrüstung benötigen. Dementsprechend auch hier. Damit wir halt hier den Wachturm vollkriegen erst einmal. So. Da ist wieder ein bisschen Holz unterwegs. Ja, Holz für Leute ist klar. Kann ich jetzt aber leider nicht viel dran ändern. Okay, Kohlebergwerk läuft soweit. Bäckerei kann nicht mehr arbeiten. Fleischerei ist auch errichtet worden, nur hier fehlt halt noch alles. Also können die Fleischerei auch erstmal dicht machen. Da ich auch davon ausgehe, dass wir, genau, wir haben auch keine Schweine hier. Die Brauerei sollte eigentlich arbeiten, genau das tut sie. Die Schmiede hat schon gearbeitet, denn wir haben auch ein paar Gefreite dazu bekommen. Rot ist immer noch stärker, allerdings sind wir stärker als grün. Ich meine, viel macht das Ganze eigentlich eh nicht aus. Das sind 64, 60 und 62, ja, wir sind ungefähr auf gleichem Stand. Aber trotzdem, ich möchte einfach nicht schlechter sein, denn das ist nicht gut. Bauernhof.
So, Kohlebergwerk ist auch errichtet worden, das ist gut. Aber es fehlt noch immer Holz. Es fehlt noch immer Holz. Da gibt es auch nochmal Holz. Wo geht das denn hin? Das geht nach unten. Hoffentlich dahin, also wo ich es hinhaben möchte, nämlich zum Wachturm. Da ist auch nochmal Holz unterwegs. Ne, es wurde anscheinend in den Brunnen geliefert. Na egal. Doch, es geht zum Wachturm. Das ist gut, denn da brauchen wir es. Der Brunnen ist auch fertig, können wir aber auch erstmal stoppen. Da der eigentlich nur für die Schweinezucht arbeitet und für nichts anderes. Denn wir haben hier oben ja einen eigenen Brunnen für Brauerei und Bäckerei. Gut, Bier haben wir auch schon im Überfluss, mehr oder weniger zumindest. Es kann immer mehr sein. Ein Brett fehlt noch. Und natürlich wird das jetzt zur Schweinezucht geliefert. Hervorragend, Kinders, hervorragend. So, mal eben ein Schlückchen von meinem guten Tee nehmen. Aber hier unten läuft soweit alles. Wenn die Leute jetzt nicht das Holz... Ja, ich hab's gesagt. Oh Gott, oh Graus. Oh Gott. Scheiße. Hätten wir mal nicht diese blöden Holzprobleme. Und hier kann ich natürlich jetzt nichts bauen. Das ist gut. Das ist wirklich hervorragend. Das ist hervorragend. So liebe ich es und nicht anders. Jetzt könnte ich gerade schon... Das ist wieder so ein Moment, wo ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlage und frage, wieso? Hier können wir es eh nicht. Dann können wir auch wieder den Brunnen aufbauen, hätte ich früher dran denken sollen. Das ist die Baracke. Aber die können wir leider nicht angreifen. Weil wir jetzt gerade angegriffen werden. Das ist ja hervorragend. Okay, Goldmünzenzufuhr an. Nein, nicht räumen. Nein, nicht das Gebäude räumen. Sonst ist hier nämlich gleich... Ja, oh, was habe ich nur getan? Gott, oh Graus. Scheiße. Eigentlich haben wir im Endeffekt schon verloren. Wir haben jetzt gerade so viel Materialien verloren, das glaubt man gar nicht. Wir haben vor allem auch wichtige Quellen verloren. So, Angriff. Aber ein bisschen pronto jetzt hier. Sonst werde ich wirklich sauer. Komm, mach die Kinder fertig. Dann können wir wieder die Baracke hier einnehmen. Welche sogar unsere ist, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Die schlagen sich eigentlich auch ganz gut hier. Eher nicht ganz so gut, aber das wird hoffentlich. Bitte, bitte, Kinders, bitte. Mach mal bitte was. Toll, jetzt habe ich auch noch wieder einen Soldaten verloren, wegen diesen Idioten. Ich glaube Takt. Ich glaube Takt. Angriff kommt, das müssen wir jetzt aber mal wirklich schaffen. Sie werden angegriffen. Ach du Heilige. Wenn die Baracke mir jetzt flöten geht, dann ist aber wirklich Ende Gelände. Ja, ich glaube Takt. Ja, der wird eh verlieren. Und der sieht auch gut aus. Der sieht nicht so aus wie die anderen. Ah, komm, du hast eh verloren. Hergestellte Goldmünzen. Hergestellte Münzen. Die stellen alle Münzen her. Was ist das? Was ist das? Das kann doch nicht sein. Wieso stellen die Münzen her? Alter Scheiße. Komm, wieso werden hier eigentlich keine Münzen reingepumpt? Da steht nur noch ein Gefreiter rum. Ach, ich werde schon wieder angegriffen, das ist ja klar. Ist klar. Ist klar.
Okay, wir müssen unbedingt angreifen hier unten. Da auch noch eine Baracke. Die werden mir nämlich langsam echt zu gefährlich. Okay, verteidigt haben wir. Das kann doch echt nicht sein. Das kann echt nicht sein. Wir hätten viel, viel schneller ausbauen müssen. Wir hätten nicht auf Holzprobleme stoßen dürfen. Das war ein großer, großer Fehler. Und wieso werden hier keine Goldmünzen eingelagert? Da, wir haben Goldmünzen. Wieso werden die denn nicht nach da unten gebracht? Und da werden wir schon wieder angegriffen. Da haben wir wieder Gebiet verloren. Durch eine Baracke oder sowas. Da werden wir auch wieder angegriffen. Komm, jetzt bau auch hier mal dieses blöde Gebäude aus. Okay, der Wachturm hier ist schon mal besetzt. Das ist gut. Okay, ich würde gerne eigentlich hier auch einen Wachturm aufbauen wollen. So, Wachturm. Aber pronto jetzt. Aber pronto. Okay, der Steinbruch hier hat keine Rohstoffe mehr gefunden. Der dann auch nicht mehr. Ja, na klar. Na klar. Da ist die Baracke im Bau. Ich hoffe, wir verlieren jetzt gleich den Wachturm nicht. Das wäre wirklich richtig, richtig blöd. Wir müssten eigentlich hier vorne die Baracke angreifen. Los, komm, Angriff. Wieso werden hier keine Goldmünzen geliefert? Ich verstehe es nicht. Denn wenn wir die Baracke einnehmen, dann haben die keine Chance, die hier zu bauen bzw. zu besetzen, hoffentlich zumindest. Aber das wird eh nicht so schnell gehen. Okay, aktuell sieht es noch ganz gut aus hier. Okay, der hat verloren. Der hat auch wieder gewonnen. Boah, was war denn das? Gebiet verloren. Das war's mit dem Wachturm. Ich hab's doch gesagt. Scheiße. Das ist zum Heulen. Nicht mehr und nicht weniger. Scheiße. Okay, wenigstens haben wir die Baracke wieder. Bauen wir hier den Schutt weg. So, auch direkt ausbauen. Wie sieht es hier mit Goldmünzen aus? Da werden welche geliefert. Da haben wir zwei Generäle, hervorragend. Ab jetzt kann rasiert werden. Da möchte mich jetzt auch jemand angreifen, ist klar. Machen wir erstmal eine Verteidigung und dann wird angegriffen. Ja, ich weiß, dass ich angegriffen werde. Ich habe es gesehen. Okay, wir werden die Werft mal eben stoppen, so dass das Holz nur noch hier unten zu den Baustellen kommen kann. Obergefreiter, hervorragend. Also hier gibt es auch anscheinend Goldmünzen. Komm, mach den doch fertig. Und lass dich nicht fertig machen. Da ist auch noch eine Baracke im Bau, das müssen wir unterbinden. Angriff mit 4 Leuten auf diese Baracke. Und dann ist es vorbei. Das ist ein Offizier, Unteroffizier, Obergefreiter, General. Hervorragend. So will ich das sehen und nicht anders. Okay, hier wird ausgebaut. Gebiet verloren. Wodurch denn? So, da gibt es jetzt auch noch irgendwas. Schön. Ich freue mich. Da ist schon noch die nächste Baracke. Könnte Rich auch angreifen, lassen wir aber erstmal. Wir machen erstmal hier die Leute fertig. Und da werde ich jetzt sogar noch angegriffen in der Zeit. Okay. Die Baracke hier wird ausgebaut.
Da ich die nämlich nicht wieder verlieren möchte. So, verbinden. Und dann können wir hier theoretisch auch Ende Gelände machen. Aktuell nicht, aber bald hoffentlich. Da kommt noch einer runter. Okay. Da ist jetzt auch noch einer drin. Komm, mach den da fertig. Lass dich nicht fertig machen. Obergefreiter Mann. Immerhin hast du mich schon eine Goldmünze gekostet. Lass dich. Ich glaube Takt. Ich glaube Takt. Typ hat mich eine Goldmünze gekostet und er bringt ihn um. Was ist denn das? Nun ja. Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen, denn wir sind schon wieder mal 30 Minuten angelangt. Ich danke euch immer recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, dass die nächsten Folgen ein bisschen entspannter werden, aber ich denke, dass wir noch einiges vor uns haben werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, lasst gerne ein Like da, ein Kommentar oder wenn es euch gefällt, sogar ein Abonnement. Könnt ihr auch die kleine Glocke unter dem Video aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, falls ein neues Video hochgeladen werden sollte, beziehungsweise wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ich hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal sehen, wenn ich wieder kurz vorm Ausrasten stehe. Bis dahin, entspannt euch ein wenig, klickt euch auch in meine anderen Videos rein. Und bis zur nächsten Woche. Ciao!